Wir sind zurück. Und nebenbei müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, wie wir Maya wieder hochkriegen. Also ihren Kopf wieder hochkriegen. Und ich habe mir da was ganz Tolles dabei einfallen lassen. Ich bewege die Maus einfach hier hin und klicke da drauf. Und ich gehe jede Wette ein, dass sie dann wieder lieb guckt. Scheiße, verloren. Mist. Okay, dann klicke ich halt nochmal. Okay, das gilt jetzt aber, oder? Verdammte Kacke. Ja, dazu weiß er natürlich nichts. Das habe ich mir halb gedacht. Und dazu weiß er vielleicht was. Nein, da weiß er auch nichts davon. Er hat ja gepennt. Eigentlich logisch. Dazu weiß er wahrscheinlich auch nichts. Oh, haben Sie ja schon gesehen? Was ist das denn? Das sind die Steel-Samurais, die in Live-Shows auftreten. Ein junger Fan, ein Hardcore-Fan. Wenn dann schon. Ja, wie viel ich den Kleinen bedeute, verstehen Sie, Schnüffeldüffel. Ah, ist schon ein ganz schönes Weichei, der Typ. Okay, ich glaube, der spricht nicht mehr zu uns. Und was machen wir, wenn jemand sich weigert, mit uns zu kommunizieren? Wir suchen Wendy Oldberg auf. Hilfe, da ist sie wieder. Oh oh, oh oh. Die alte Labertasche ist ziemlich still heute. Ja, das wundert mich jetzt allerdings auch. Ja, der Ort ist sehr ruhig einfach, ne? Sie passt nicht auf. Warum passt sie nicht auf? Ich wette, wir könnten sogar diese Donuts im Wachhaus essen, wenn wir wollten. Ja, du denkst immer nur ans Essen, ja? Aber immerhin sorgt das dafür, dass sie nicht mehr traurig aussieht. Oh, wenn sie das tun, sind sie tot. Mit welcher Ruhe sie das sagt? Wenn sie das denn, sind sie frei, hey. Boah, krass. Sie lebt. Ha, sie lebt. Da wollen wir sie doch gleich mal interviewen. Ja, wir hätten ein paar Fragen zur Produzentin. Die hohen Tiere von der Studios, hier leben sie. Wenn sie ganz arg haben. Weshalb kann sie ihren scheiß Mäckel durchsetzen? Ja, mögen sie sie nicht? Jetzt hören sie mal zu, sie gleich vor lauts Mädle. Die Studios wollen nicht, dass sie über sie redet. Es tut mir leid. Aha. Kann ich Sie etwas über Salmonella fragen? Den Regisseur zum Beispiel, welche Backmischung er bevorzugt? Sal? Sel? Sel? Ha? Der Sel? Der ist weich. Ein Schwächling. Ja, es hat Butter so an sich. Ist doch Butterart. Egal. Ja, sie behandelt ihn wie Dreck. Ihm gefällt's. Was? Der steht da drauf wahrscheinlich. Wow. Ja, ich schätze mal echt, da steht da drauf. Soll's ja geben. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Oder es ergibt doch Sinn. Du kannst es nur jetzt noch nicht verstehen, weil du vielleicht 13 oder 14 Jahre alt bist. Aber später? Wer weiß. Wer weiß. Oh oh. Jan kehrt. Was sie halt gesagt hat. Sie vorlaute gar nicht groß. Sie, Weidag. Der arme Hammer. Sie zerren einen Stern vom Himmel und ziehen ihm durch den Dreck. Ja. Ein Dieb. So, so. Oh, oh, jetzt wird sie. Oh, 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 oh. Jetzt wird sie sauer. Sie ist richtig sauer. Hören Sie gut zu. War gar nicht groß. Mein armer Hammer. Hammer. Er würde sowas nicht da. Niemals. Wieso sollte er eigentlich auch dem Power-Sai-Blades-Kostüm stehlen? Nur um an mir, seinem größter Fan, vorbeizugangen. Ja, ja, das würde er nie tun. Nein, das würde er nie. Nie würde er sowas tun. So. Was? Oh oh, sie behaupten, das wäre der arme Hammer-Train. Und ich dachte, sie wären ein unschuldiges junges Ding. Bäh. Ja, sie scheint wirklich sehr, sehr sauer zu sein.
denken, ich bin nicht in der Stimmung zu denken. Ja, das ist sie wohl nie. Da denkt sie wohl auch nichts darüber. Da denkt sie auch nichts darüber. Und hier, das hätte sie wohl selbst gerne, aber wir werden es ihr nicht aushändigen. Nein, da denkt sie auch nichts drüber. Also ich schätze mal, wir müssen uns weiter bewegen. Von ihr erfahren wir wohl nichts mehr. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Studio 1. Denkt zurück an den Tag des Mordes. Ja, er zog es an. Dann ging er von hier zu Studio 2. Genau. Aber wieso hat er das gemacht? Ja, das könnte doch sein. Wir untersuchen jetzt mal hier. Das Schild ist das Neue. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Die Schilder hier sind mir vorher nicht aufgefallen. Aber sie scheinen ja wohl doch da gewesen zu sein. Ja, heute nicht und sonst auch nicht, oder was? Edits. Ey, die Schilder. War es echt schon vorher da? Sicher? Ja, okay, gut. Okay. Ich gebe mich geschlagen. Wir gehen weiter. Außen. Oh, da ist sie. Die ist mir nicht geheuer irgendwie. Da ist Frau Westcrest oder wie? Könnt mir. Also ich wäre sehr dankbar, wenn mir einer von euch mal sagen könnte, wie man dieses Wort hier ausspricht. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Westcraven halt, ne? Naja. Könnte eine entfernte Verwandte von Westcraven sein. Ja. Hallo. Mach die gute Maya nicht sauer. Ich beobachte die Wolken. Na dann viel Spaß. Ja, sie hat nicht mehr zu sagen. Wir versuchen es trotzdem. Entschuldigen Sie? Kam am Tag des Mordes hierher und... Psst, was, warum? Vielleicht haben Sie mich nicht verstanden. Ich beobachte die Wolken. Ich möchte nicht mit Ihnen reden. Ist mir scheißegal, was du willst. Die regt mich echt auf. Ja, mich auch. So. Er war nicht der Mörder. Sie müssen den Stil-Samurai nicht einstellen. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Was? Ich habe genug von... Warum? Sie haben es getan. Sie haben es getan. Siehst du? Sie ist die Mörderin. Mein Fey-Blut spricht zu mir. Ich weiß es. Ich weiß es. Sie ist das gewesen. Ach je. Ja. Ob das Fey-Blut recht hat? Ja, erzähl mal was über den. Wenn Sie über diesen Mann reden müssen, könnten Sie das vielleicht im Wohnwagen tun? Hä? Warum? Allein? Aha. Alles klar, Mann. Was geht mit der? Oh, wir könnten ihr ein paar Sachen zeigen vielleicht. Den Autopsiebericht. Sie schaut nicht einmal. Warum zeigst du mir das? Ja, damit es irgendjemand anguckt. Wenn sie das schon nicht anguckt, dann sollte es irgendjemand halt angucken. Ich gebe ihr den Übersichtsplan. Nein, das interessiert sie auch nicht. Toll. Ey, die nervt. Warum zeigst du mir das? So, darüber musst du irgendwas wissen, oder? Nein, sie weiß nichts darüber. Sie möchte uns nichts darüber mitteilen. Die ist nicht so unschuldig, wie sie tut. Eigentlich tut die noch nicht mal unschuldig. Das ist das eigentlich Schlimme daran. Okay. Gewonnen. Wohnwagen. Wir gehen in den Wohnwagen. Was geht hier? Party. Nein. Hat die Assistentin hier gestern nicht aufgeräumt? Ja, wunderbar. Sie war noch wie berauscht, dass sie die seltene Karte bekam, die ihr noch fehlte. Jo, hat sie hier irgendwas getan? Irgendwie war das schon da. Ah. Das sind da ein paar Zahlen, wie viel die Dekoration... Okay.
An dieser Stelle machen wir Stopp und ich sage, bleibt dabei, wir wissen immer noch nicht, wer der Mörder war und ich hoffe, wir werden es bald herauskriegen. Bis dann, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.